Hallihallo und willkommen zur 37. Folge des FIFA 14 Road to Glories. Und ja, ich hatte ja gesagt, wir wollen das jetzt mal ein bisschen anziehen und damit wir irgendwie nochmal verschaffen, dieses Jahr Richtung Division 1 zu kommen. Ob wir es schaffen, ich sage, kann es euch nicht versprechen. Aber ja, wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Und heute, die erste Partie stand an und wir mussten rein gegen dieses 4-2-3-1 Bundesliga-Team, also 4-2-3-1 Nummer 2 mit Lewandowski, Müller, Reus, Götze, Kroos und Schweinsteiger in der Offensive, Defensive auch alles, was man schon nicht oft gesehen hat, ne? Und ja, wir hatten auch den schlechteren Start, denn erste Chance gegen unseren Gegner mit Schweinsteiger und ich hatte so das Gefühl, Schweinsteiger und Kroos, die konnten von überall schießen. Und immer wieder wurde es gefährlich, also gegen die zwei hatte ich echt Probleme, wenn die mal in Schussposition kam, hier, wieso, aber es war jetzt Lewandowski, aber jeder einzelne Schuss auf mein Tor wurde richtig gefährlich und deswegen war es nicht allzu leicht, das Ganze zu verteidigen. Götze dann mit dem 1-0 nach einem Abstauber, aber dann kamen wir auch besser in die Partie rein. Die Pai geht hier an zwei vorbei, so halb, kriegt der Ball zu Benteke und auch das ist mal ein Abschluss, den ich so jetzt nicht hundertprozentig erwartet habe. Jetzt ist hier gerade Polizei oder so, ich hoffe, das hört man nicht so. Auf jeden Fall, Benteke trifft mit seinem schwächeren Linken in die lange Ecke aus einem nicht allzu guten Winkel. Nächste Situation, Benteke, Kopfball, Partie gedreht, 2-1. Erstes Tor mit dem Linken, zweites Tor mit dem Kopf. Das ist auf jeden Fall schöne Ausbeute. Nächste Aktion, wieder Kroos mit so einem Distanzschuss, aber diesmal konnte Handanovic im Tor vereiteln, dass das noch enger wird. Dann dieser sensationell schöne Pass für De Bruyne, der zieht in die Mitte, schießt und ganz hinten verpasst Mirallas um Zentimetras, dass wir hier mit 3-2 in Führung gehen. Stattdessen diese Situation und jetzt Christian Benteke mit seinem, laut FIFA perfekten Hattrick, linker Fuß, Kopfball und rechter Fuß, also es ist an sich ja der perfekte Hattrick, das Ganze noch in einer Halbzeit nennt man glaube ich dann erst perfekte Hattrick, nennen wir es einfach einen perfekten Dreierpack, ne? Und ja, damit hatten wir natürlich eine schöne Zwei-Tore-Führung und konnten das Ganze jetzt etwas ruhiger angehen. Die Pai setzt hier durch, dann kommt der Ball zu De Bruyne, aber abgefälscht und kein Problem für Neuer im Tor. Und so lebte unser Gegner ja quasi noch. Nächste Situation, klasse gespielt, Reus scheitert an Handanovic. Dann können wir den Ball rausklären hier im zweiten Versuch nach Strootmans. Wunderschöner Grätsche hier. Dann De Bruyne schaltet am schnellsten, schickt Memphis die Pai auf die Reise und der ist natürlich Schritt schneller als Hummels, ist auch schneller als Danton, setzt sich hier durch und vollendet in der 85. Minute zur endgültigen Entscheidung das 4-1 und damit natürlich wieder mal schön direkt der Sieg hier im ersten Spiel in dieser Episode und damit sehen wir natürlich auch gleich, abgesehen davon, dass es vielleicht der bisher tatsächlich unverdienste Sieg ist und das quasi eigentlich, wenn überhaupt mal mir passiert, genau andersrum, weil werden wir gleich nämlich sehen, wenn wir die Statistiken sehen. Und zwar gewinne ich 4-1 und hatte, deutlich weniger vom Spiel als unser Gegner. Also der kann sich schon vielleicht ein bisschen verarscht gefühlt haben, aber halt seine meisten Schüsse, auch wenn 11 aufs Tor kamen, kam halt wirklich aus von diesem Sechserpärchen, Kroos und Schweinsteiger und die waren halt dann meistens Distanzschüsse und da kann man halt auch nicht erwarten, dass jeder einzelne reingeht, deswegen sah es halt ein bisschen extrem aus an der Statistik, aber 4-1 war natürlich deutlich zu hoch am Ende. Aber weil er auf Offensiv geschaltet hat, ja, kann das schon mal passieren. Nächstes Spiel dann gegen dieses Hybrid-Team aus der Premier League, aus der Bundesliga, aus der Ligue 1 und dann tatsächlich noch ein Liga-BBVA-Spieler, also 4 Ligen da drin. Also endlich mal ein Hybrid, gegen das ich komme, also hatte ich glaube ich noch gar nicht bisher, ich weiß aber nicht genau. Und mit etwas Glück gehen wir dann noch 1-0 in Führung. Wir hatten wieder auf unser 4-4-2-Team gewechselt und Guarin mit dem 1-0, nachdem wir uns da sehr, sehr glücklich durch die Afro-Verteidigung durchsetzen. Mit Dante, David Luiz und Thiago Silva. Gut, Thiago Silva, der ist nicht so ein Afro, aber ihr wisst, was ich meine. Nächste Chance, Remy ist ein Schritt zu langsam gegen Diego Alves. Das hätte schon das 2-0 sein können. Stattdessen sind wir jetzt in der zweiten Halbzeit und unser Gegner hat seine erste richtige Chance. Und was auch immer Mangala da gegen Suarez macht, ich weiß es nicht. Der darf sich da nicht so wegdrücken lassen. Und ja, Suarez mit dem Ausgleichstreffer, etwas unverdient zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, darüber darf ich mich ja gerade nach dem ersten Spiel hier nicht so beschweren, glaube ich. Aber wir waren weiterhin am Drücker, also war alles noch im Rahmen. Die nächste Situation kommt dann nämlich hier, wo wir den Ball fast bekommen und eigentlich muss ich ihn da auch einfach haben. Also wenn man so auf den Gegner Keeper draufläuft und der das Ganze dann so schlecht eigentlich verteidigt, muss das eigentlich schon eine Balleroberung sein. Aber gut, unser Gegner kam dann besser in die Partie nach seinem Suarez-Tor.
hatte eben eine Chance durch Cavani und auch die nachfolgende Ecke mit dem Kopfball von Dante wird gefährlich, aber Helton muss nicht eingreifen. Weiterhin aber dann unser Gegner am Ball. Es gelang meinem Team nicht mehr viel und dann kam der Ball natürlich mal wieder zu Luis Suarez und jetzt habe ich mich schon mal vorführen lassen. Geht hier an zwei vorbei mit dem Roulette, der war unnötig, aber was soll's, und dann passt dieser Ball perfekt in die untere Ecke und als ich dieses Gegentor kassiert, da wusste ich, da dachte ich auch nur, scheiße, das kann ja nicht sein. Und ja, ich war ziemlich sauer in diesem Moment und deswegen mache ich etwas, worauf ich nicht stolz bin im Nachhinein, aber ja, wie oft das Ganze gegen mich gemacht wird, ist quasi so, in 9 von 10 Spielen wird das gegen mich gemacht und ich mache es in 1 von 10 Spielen und es hat halt gerade funktioniert und ja, wenn sich's komplett stört, tut mir leid, aber ja. Ich hatte ja gesagt, ich will das Ganze reduzieren, deswegen, ja, weiß ich nicht, die letzten 10 Episoden werdet ihr das nicht von mir gesehen haben. Aber ja, das Ganze bringt uns am Ende dann den Ausgleich und das Unentschieden, also keine Niederlage immerhin für uns. Und damit haben wir den Titel aber noch nicht ganz sicher. Wir sind nach dem letzten Spiel natürlich aufgestiegen in Liga 6, meine ich. Oder in Liga 7? Ja, ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall fehlt uns jetzt noch ein Punkt zum Titel. Wir sehen auch die Statistiken wieder relativ ausgeglichen. Von daher wohlverdientes Ergebnis. Ja, ein Punkt fehlt uns jetzt noch in den nächsten 4 Spielen, um uns den Titel zu sichern. Und das sollte natürlich machbar sein, würde ich mal behaupten. Aber ob wir das schaffen, erfahren wir erst in der nächsten Episode. Vor allem aber, ja, verabschieden wir uns jetzt von diesem 4-3-3 Nummer 4 Team mit Benteke, Depay, De Bruyne. Denn es wird Zeit, auch mal voranzuziehen und sich ein neues Team zu bauen, ne? Da ich ja gesagt habe, dass das Roto, glaube ich, jetzt eher darauf aufgebaut wird, mit Goldteams und sowas zu hantieren. Ja, könnte ich darauf freuen, denn ja, dann wird auch das nächste Team wieder ein Goldteam sein, wer halt Silberteams von mir sehen will, was natürlich auch sehr verständlich ist, weil ich fast nur Silberteams spiele, der muss halt die Squad-Bilder oder die Player-Reviews schauen, aber in diesem Roto Glory hatten wir uns mal geeinigt, dass wir jetzt auf Goldteams halt umsteigen und so weiter und so fort. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich eine Wertung von euch freuen, ihr habt die Statistiken von unseren Spielern gerade gesehen, und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder mit einem neuen Team, vielleicht auch einfach nochmal mit dem alten Team ein paar Spiele, mal sehen, wie ich das Ganze so zusammenschneide. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und Chase.